Also wir haben dieses Jahr den 22. Weihnachtsmarkt bei uns in der Tissen. Das ist immer die Vorweihnachtszeit, Einleitung zum großen Weihnachtsfest. Und es ist immer eine schöne Zeit, da trifft man, ich zumindest als alter Tisser, meine alten Freunde auf dem Weihnachtsmarkt und begegnen uns bei den ganzen Ständen, Glühweinständen natürlich auch. Und wir haben auch einiges Neues zu bieten mit neuen Dekoartikeln, viele soziale Sachen, zum Beispiel die Kartei der Not hier direkt vor Ort. Die verkaufen Plätzchen und Socken, gestricktes. Und das ganze Geld geht natürlich einem guten Zweck. Das wird es zugeführt. Und da möchte ich auch bitten, dass möglichst viele Leute hier auch einkaufen. Dankeschön. Der Verkauf heute Abend läuft wieder richtig gut. Nicht nur die Plätzchen gehen gut weg, auch die Damen vom Stricktreff, die das Jahr über so fleißig gehandarbeitet haben, haben schon einiges verkauft, spenden ihre Einnahmen dankenswerterweise auch an die Kartei der Not. Im Namen der Illertisser Zeitung bedanke ich mich nochmal bei allen Spendern vom Stricktreff und die Plätzchenbäcker und natürlich auch bei all den Kunden, die hier so viel Geld für die Kartei der Not dalassen.